gehört und sieht. Wisst ihr warum? Weil sie sagen, Allah sagt im Koran, Laysa kamisli shay, nichts ist ihm gleich. Und wenn er hört und sieht, dann beschreiben sie ihn wie einen Menschen. Wenn er hört und sieht, beim Hören, dann braucht er Schallwellen, beim Sehen, dann braucht er Lichtstrahlen, das heißt, er ist abhängig. Das heißt, und das steht nicht, diese Eigenschaft steht nicht aus sich selbst heraus, braucht einen Körper, genau dasselbe in Grün. Kommt jetzt irgendwie bekannt vor? Und dann sagen sie, wenn wir dann zu ihnen sagen, dann sagen sowohl Asharir als auch Salafir als auch Maturidir, sagen sie ihnen, ja, aber es steht im Koran, dass Allah hört und sieht. Bruder, bitte. Die sagen dann, es steht im Koran, dass Allah hört und sieht. Was sagen sie dann darauf? Dann sagen sie, die Verse, die sagen, dass Allah hört und sieht, die sind mutashabi, die sind mehrdeutig. Kommt jetzt bekannt vor? Das kommt jedem bekannt vor, der mit dem Ahwesh zu tun gehabt hat. Das sagen die Mutazila. Hören und sehen ist mehrdeutig, aber dass Allah nicht zu niemandem gleich ist, eindeutig. Deswegen hören und sehen müssen wir uminterpretieren. Ansonsten haben wir Kuffer begangen. Jetzt, pass auf. Jetzt antworten sowohl Ashari als auch Maturidi als auch Salafir im Chor zu den Mutazila. Sie sagen, erstens, wer hat gesagt, dass Hören und Sehen etwas anderes bedeutet? Und Allah sagt im Koran in Sure 16, Vers 44, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen beibringst, was zu ihnen herabgesandt wurde. Das heißt, wenn Hören und Sehen etwas anderes wäre, und wenn Hören und Sehen Kufr wäre, würde der Prophet uns nicht sagen, pass auf, hier steht ja Hören und Sehen, da darfst du nicht dran glauben, dass das wirklich Hören und Sehen ist. Das ist etwas anderes. Das ist metaphorisch zu verstehen. Ist das logisch? Nee. Weil das hieße, dass du Selbstmord begehst, wenn du den Koran liest. Das hieße, wenn du den Koran liest, fällst du in den Kuffer rein. Verstehst du, wenn du den Koran liest, kann es sein, du wirst Käfer, weil du an den Koran glaubst. Ist das logisch? Nein. Sondern der Koran ist Licht und Weisheit und Rechtleitung. So, dann sagen wir weiter, sowohl Ashari als auch Maturidi als Salafi, wir sagen dann zu ihnen, seit wann widerlegt der eine Teil des Korans den anderen Teil des Korans? Seit wann? Dann sagen sie weiter, kennt ihr Mu'tazila, kennt ihr Allah besser, als Allah sich selber kennt? Allah sagt, er hört und sieht. Kennt ihr ihn besser? Dann sagen wir, Ashariten, Mu'tazila, Salafir, Ashariten, Maturidiyya, Salafir, sagen gleichzeitig zu den Mu'tazila, wer hat euch das Recht gegeben, das, was Allah hören und sehen nennt, Wissen oder irgendetwas anderes zu nennen? Diese Antwort. Dann als fünftens sagen alle Ashariten, Ashariya, Maturidiyya und Salafir, sagen alle drei, wir bestätigen Hören und Sehen von Allah im Lichte von Laysa kamithlihi shay. Das heißt, er hört und sieht, aber sein Hören und Sehen ist nicht wie unser Hören und Sehen. Ganz einfach. So. Das war's. Das ist die Argumentation gegen die Mu'tazila, die von allen drei, von Salafir, Ash'ari und Maturidiyya als falsche Gruppe angesehen werden. Jetzt. Was sagen die dann darauf? Was sagen die Mu'tazila darauf? Die Mu'tazila sagen darauf, wenn ihr sagt, das ist ein tatsächliches Hören und Sehen, ihr sagt aber, dieses Hören und Sehen hat keine Ähnlichkeit mit unserem Hören, dann ist es kein Hören und Sehen mehr, dann ist es metaphorisch. Darauf sagen dann sowohl Ashari, als auch Maturidiyya und Salafir, sagen dann, die Salaf sagte nicht, dass dies metaphorisch ist, deswegen sagen wir auch nicht, dass es metaphorisch ist. Und zweitens sagen sie nochmal, wäre es Kuffer daran zu glauben, hätte der Prophet es klar gemacht. Das war das Erste. Jetzt gehen wir zu einer weiteren Eigenschaft, die Allah im Koran nennt. Allah sagt im Koran, er liebt. Inna Allaha yuhibbu alladhina amanu. Was sagen jetzt Maturidiyya und Ash'ariya, zu denen sich die Ahbash zählen? Was sagen die dazu, wenn wir sagen, Allah liebt? Dann sagen sie, A'udhu billah. A'udhu billah. Lieben ist eine menschliche Eigenschaft. Wenn ihr sagt, Allah liebt, dann. Wenn ihr sagt, er liebt, dann hat er Gefühle, dann. Immer dieses Komplett, dann. Und was, dann sagen wir, was sagt ihr denn dazu? Dann sagen sie, Iradatul In'am.
Das heißt, Irada ist der Wille, jemand etwas Gutes zu wollen. Was sagen jetzt die Salaf zu den Maturidiyya und zu den Ash'ariyya, die Salafiyya, was sagen sie zu denen? Sie sagen zu denen erstens, wer hat gesagt, dass Lieben Iradatul In'am heißt? Ey Bruder, bitte, weil ich muss echt eine Konzentration haben, das ist ein wichtiges Thema. Weil ich möchte keine Beleidigung, aber ich brauche wirklich dabei Ruhe, das ist ein wichtiges Thema. Und ich kann jetzt gar nicht irgendwie, dass ich irgendwie abgelenkt werde. Ja, Iradatul In'am. Weil ich bin jetzt wieder total rausgekommen. So, erstens. Wer hat euch gesagt, dass Muhabba, die Liebe von Allah, dass das heißt Iradatul In'am? Weißt du, was sie dann sagen? Sie sagen, der Verstand weist darauf hin. Der Verstand weist darauf hin? Subhanallah, du benutzt den Verstand als Maßstab bei etwas, was über dem logischen Menschenverstand liegt. La ilaha illallah. Und was sagt der Prophet über den, der den Koran im Lichte seines eigenen Verstandes ohne Beweis interpretiert? Was sagt er über ihn? Man qala fi Qurani bi ra'yi faqad kafar. Wer über den Koran redet, im Lichte seiner eigenen Meinung, der hat Unglauben begangen. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte des Propheten. Und wir sagen zu ihnen, wäre es Kufr zu glauben, dass Allah liebt, dann hätte der Prophet das gesagt. Weil an vielen Stellen steht, dass Allah liebt. Kul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, so wird euch Allah lieben. Jetzt, wenn das Kuffer wäre, dann hätte der Prophet gesagt, Vorsicht, Liebe heißt nicht Liebe, sondern Liebe heißt Iradatul In'am. Ansonsten hat der Prophet seine Botschaft nicht verrichtet. Deswegen sagen diese Leute, natürlich sprechen das nicht aus, aber mit ihren Handlungen, also der Prophet hat die Botschaft nicht überbracht. Ganz klarer Fall. So, jetzt. Was sagen die Salaf hier weiter dazu? Sie sagen, seit wann widerlegt der eine Teil des Korans den anderen Teil des Korans? Genau das, wie sie eben geantwortet haben auf die Mu'tazila. Dann sagen die Salaf, ihr kennt die Allah besser als Allah sich selber kennt. Allah sagt, er liebt. Und ihr sagt, nee, Allah liebt. Ich a'udhu billah, das passt nicht zu dir. Wer hat dir das Recht zu geben, zu sagen, was passt zu Allah und was passt nicht zu Allah? Wer hat dir das Recht gegeben dazu? So. Dann weiter. Dann sagen wir bestätigen Liebe, die Eigenschaft der Liebe von Allah, im Lichte des Verses, Laysa kamithlihi shay. Nichts ist ihm gleich. Das heißt, Allah liebt, aber seine Liebe ist nicht zu niemandem gleich. Klarer Fall. Ganz einfach. Das heißt, ich frage euch jetzt, wer ist konsequent und wer ist widersprüchlich in seiner Herangehensweise? Bei uns ist es widersprüchlich. Bei uns ist es eindeutig. Bei uns ist es klar und deutlich. Wir bestätigen jede Eigenschaft von Allah im Lichte von Laysa kamithlihi shay. Aber was machen die? Sie sagen, warte mal, diese Eigenschaft bestätigen wir, diese interpretieren wir um. Wer hat euch gesagt, dass es 7 Ma'nawi-Eigenschaften gibt? Sagen wir zu ihnen. Wer? Ihr sagt mit dem Kopf, ja, 7 Eigenschaften bestätigen wir. Das heißt, die 7 Manawi-Eigenschaften, nicht Selbiya und nicht Nafsiya, sondern diese 7 Eigenschaften. Und die anderen Eigenschaften müssen wir uminterpretieren. Die Mu'tazila sagen genau was anderes. Sie sagen, nee, die 7 Eigenschaften akzeptieren wir auch nicht. Mehr oder weniger. Auch die haben ihren Kopf benutzt, die anderen haben auch ihren Kopf benutzt. Was sagen wir? Wir sagen, die Rechtschreibung im Koran und Sunna. Hätte der Prophet etwas anderes gemeint, hätte er es gesagt. So. Jetzt kommen wir zum nächsten Beispiel. Allah wird am jüngsten Tag gesehen. Allah wird am jüngsten Tag gesehen. Wujuhu yawma idhin nadira illa rabbiha nadira. Gesichter werden an diesem Tag strahlen zu ihrem Herrn schauen. Wisst ihr, wer daran glaubt? Ja'bash. Ja'bash glauben, Allah wird am jüngsten Tag gesehen. Das stimmt. Das sagt Allah ja im Koran, das sagt der Prophet in der Sunna. Wenn jetzt die Mu'tazila, die das nicht glauben, sagen, wie könnt ihr daran glauben? Das ist Tashbih. Ihr vergleicht Allah mit seiner Schöpfung. Was sagen denn die Ahbash? Nein, nein.
Allah zu sehen ist anders, als wenn man irgendjemand anders sieht. Das ist anders. Leise kam jetzt nicht geschehen. Nichts ist ihm gleich. Subhanallah. Da sagen die Mu'tazila, ja, die sind zweideutig, die Verse, die sagen, dass man Allah sieht. Jetzt frage ich euch, wie kann es sein, dass jemand bestätigt und sagt, man kann Allah im Jenseits sehen, aber zur selben Zeit sagt er, Allah kann sich nicht über seinen Thron erheben, ohne dabei der Schöpfung gleich zu sein. Ist das logisch? Daran zu glauben, dass Allah ist die Wahr über den Thron gemacht hat,